Klimaneutral, vernetzt und integriert. Unter diesem Motto wurde am 7. Oktober die erste Zukunftswerkstatt veranstaltet. Hier verfanden sich Bürger und Fachleute an drei Labortischen zusammen, um Konzepte und Visionen für die Entwicklung von Halle-Neustadt zu diskutieren. Thematisch lagen die Schwerpunkte auf Mobilität und Energie, Firmengründung und sozialer Entwicklung. Mit den Spezialisten Steffen Drenkelfuß vom Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft der Stadt Halle und Dr. Susanne Hübner vom Gründerservice der Martin-Luther-Universität startete die Arbeitsrunde zur Thematik rund um Geschäftsideen und Firmengründung. Dabei wurde der Fokus auf nachhaltige Innovation sowie neue Nutzungskonzepte für alte Gebäude gelegt. Die Fachleute und Initiatoren zeigten sich zufrieden. Wir haben hier Bürgerinnen und Bürger an den Tischen gehabt, die sich für ihre Neustadt, für diese Visionsentwicklung sehr interessiert haben. Und wir haben entsprechend im Diskussionsverlauf wahrnehmen können, wie intensiv diskutiert worden ist und welche auch schon ziemlich, wir reden ja normalerweise über eine Visionsentwicklung, aber hier sind schon ziemlich konkret ausgefeilte Ideen präsentiert worden, die es jeder Überlegung wert sind, wie sich so etwas vielleicht umsetzen lässt in der Zukunft. Und je konkreter eine Vision ist, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass sie umsetzbar ist. Also insofern sind meine Erwartungen vollständig erfüllt worden. Also wenn ich das zusammenfasse, dann sehe ich, dass es da offenbar einen großen Bedarf gibt, Gemeinschaft herzustellen durch Gründung und auch Verbindung, also Räume zu verbinden. Die gesammelten Ideen und Konzepte stehen ab sofort zur Diskussion und sollen konkretisiert werden. Im Zukunftslabor am Tulpenbrunnen 4 stehen nun die Türen offen für interessierte Bürger. Hier kann man sich über den Fortschritt informieren und eigene Visionen einbringen.